Dieser Anzug bedeutet etwas. Er schützt nicht nur deinen Körper, er schützt auch das Universum. Das Abenteuer seines Lebens kann beginnen. Großartig. Möchtest du ein Törtchen mit Zuckerguss, um das zu feiern? Negativ. In Lightyear, dem neuesten Animationshighlight von Disney und Pixar, blicken wir auf den jungen Space Ranger Buzz Lightyear, der seine Mission in die Weiten des Weltraums startet. Und das zusammen mit den SynchronsprecherInnen Tom Vlaschier und Aminata Belli. Buzz Lightyear ist der geborene Held, aber ein Held mit Brüchen, mit Schwächen, wie sich dann im Laufe des Films rausstellt. Und er muss mit seinem Team aus sehr lustigen Charakteren ein Abenteuer im Weltraum bestehen und auf die Erde zurückkehren. Das verstößt gegen meine Bewährungsauflagen. Und deshalb ist es eine Geschichte, die auch um sehr viel Mut geht und sehr spannend ist. Und vor allem ist es halt ein volles Abenteuer und es ist aber auch sehr lustig. Was ist das für ein Geräusch? Hey, mach meine Katze nicht kaputt. Es gefällt ihm, er schnurrt. Sag's, gefällt dir das? Oh ja. Und teilweise aber auch sehr traurig. Ich muss sagen, ich habe an einer Stelle sehr geheult. Also wirklich geheult, weil es hat mein Herz gebrochen. Also es ist alles dabei und auf jeden Fall ein richtig tolles Abenteuer, wo man so voll eintauchen kann und sich irgendwie in der Welt verliert. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel. In Lightyear reisen wir zwar ins Weltall, aber was Buzz erlebt, ist etwas, was wir alle irgendwann einmal durchmachen. Jeder von uns trifft einmal eine schlechte Entscheidung, die man bereut. Aber es geht darum, wie man in die Zukunft blickt. Ich bin Buzz Lightyear, ich bin mir immer sicher. Oh nein. Der Film berührt, und das finde ich so das Tolle an dem daran, der berührt sehr viele philosophische Fragen auch. Also es ist nicht nur ein Film nur für Kids, sondern auch wirklich für Erwachsene. Es geht eben darum, sollte man Fehler, wenn man die Möglichkeit hat, Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, zu korrigieren, ist das erstrebenswert? Sollte man das tun? Oder sind nicht Fehler vielleicht das, was uns ausmacht als Menschen? Ich glaube, man sollte eigentlich am besten einen Fehler machen, daraus lernen und weg damit und weitermachen. Mir ist schlecht, ich brauche eine Tüte. Nein, nein, nimm deinen Helm, der tut's auch. Es passiert natürlich noch viel mehr auf der galaktischen Reise, aber alles wollen wir jetzt noch nicht verraten. Den Film könnt ihr ab 16. Juni exklusiv im Kino sehen. Bis dahin. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Hi, ich bin Aminata Belli. Und ihr schaut Bubblegum TV.